Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Ratu und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Quad-Kanal. Wieder mal den Umbau. Ja, aktuell fahren wir noch nicht so viel, aber es gibt ja auch noch einiges zu tun. Was soll ich euch sagen? Und heute gibt es für die Yamaha Raptor die wahrscheinlich schönsten Scheinwerfer. Meiner Meinung nach gibt es wirklich keine schöneren Scheinwerfer als diese LED-Scheinwerfer, die ich heute gekauft habe, die ihr vielleicht im Thumbnail schon gesehen habt, im Anzeigebild von YouTube, für alle, die nicht wissen, was ein Thumbnail ist. Ich weiß, es gibt auch so LED-Umbauten von Highsider, wo man quasi sich da was in die Scheinwerfer, in die Originalfassung, beziehungsweise mit ein bisschen Bearbeitung sich da was reinbauen kann. Aber ich sage euch ganz ehrlich, erstens, wer will sich die Arbeit antun? Zweitens, sieht es nicht ansatzweise so schick aus, wie die ich gekauft habe. Ganz wichtig, in diesem Video wird es heute auch eine wichtige Message für euch geben, indem ihr euch nicht verarschen lassen sollt. Okay, das muss ich einfach klipp und klar so sagen. Lasst euch nicht verarschen, um was es geht, werde ich euch nochmal sagen, beziehungsweise gleich erzählen. Wir packen jetzt aber erstmal die Scheinwerfer aus und ich zeige euch erstmal, wie die aussehen. Heute wieder ganz professionell mit zwei Kameras. Hier ist die Box, die sollte eigentlich erst am 21. ankommen, kam aber tatsächlich heute schon an und dementsprechend, also ich sage euch ganz ehrlich, da warte ich auch nicht lange, da machen wir das Video jetzt fertig und dann habe ich die Teile zumindest auch schon mal an meinem Rappen, Freunde. Ihr seht es hier, erstmal haben wir hier eine Bedienungsanleitung, die hier mitgeschickt wird. Eine Bedienungsanleitung quasi, wie das Ding festgemacht wird. Ich weiß nicht, ob wir die benötigen, da ist auch ein Stecker drauf. Ich hoffe, dass der Stecker passt, aber das wird sich erst gleich zeigen. Und dann hier auch wirklich wunderbar schön verpackt die LED-Scheinwerfer, die wir gleich rausnehmen werden. Und dann zusätzlich haben wir hier nochmal so ein Verlängerungskabel, was dann wahrscheinlich für Blinker gedacht ist. Werde ich aber nicht brauchen, werdet ihr auch nicht brauchen, weil standardmäßig haben wir die ja natürlich hier in Deutschland links sowie rechts auch dran. Ich glaube, das Kabel ist wirklich nur dafür gedacht, für diese ganzen Raptor-Fahrer, die generell keine Blinker haben in USA oder in anderen Ländern eben, wo das halt keine Pflicht ist. Wir brauchen das höchstwahrscheinlich nicht. Jetzt packen wir das schöne Ding hier auch mal aus, Freunde. Und ich sage euch ganz ehrlich, schaut es euch an. Also, so sehen die Dinge aus. Ich halte es auch gerne nochmal hier in die Kamera. Ich mache mal hier die eine Folie ab. Und ich sage euch ganz ehrlich, diese Scheinwerfer, Freunde, machen den Rappen so viel moderner, weil das einfach auch, ihr seht es ja anhand der Optik schon, wir haben hier eine LED-Scheinwerfer quasi, wirklich auch von der Leuchtkraft sehr, sehr stark. Dann Standlicht mit dabei, hier in diesem Rahmen, einmal schön weißes LED-Standlicht und integriert auch noch der Blinker in diesem großen, ich nenne es jetzt mal C, das sieht wirklich mega krass aus. Wir haben Fernlicht und Abblendlicht natürlich auch hier separat voneinander. Soweit ich das weiß, wird sich dann nachher zeigen. Und das ist der Stecker. Ich weiß nicht, wie der Stecker beim Rappen bei mir jetzt aussieht, aber so sieht der Stecker aus. Ich hoffe einfach, dass der passt. Wenn nicht, müssen wir halt einfach die Kabel abknipsen und dann halt wieder verlöten. Da bin ich ja mittlerweile auch Meister drin. Dementsprechend gar kein Problem. So, und hier, Freunde, haben wir das E-Prüfzeichen. Wir haben hier letztendlich das E-Prüfzeichen E9, was für Spaß stehen muss. Also dementsprechend, da das in der EU ist, ist das auch gar kein Problem. Ich weiß nicht, wie das mit der TÜV-Zulassung ist, ob man die irgendwie eintragen muss, besser gesagt, oder ob man die einfach so fahren kann. Das wird sich dann zeigen, aber rein theoretisch sollte es mit diesem E-Prüfzeichen keine Probleme geben. Und jetzt kommen wir zum Punkt, Freunde, lasst euch nicht verarschen. Ich habe mich theoretisch auch verarschen lassen, wenn man es so sagen möchte. Eigentlich, was heißt verarschen lassen? Es ist Angebot und Nachfrage, aber ganz, ganz wichtig, worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, ich habe mir die Scheinwerfer bestellt bei einem, ja, ich sag jetzt mal, deutschen Quad-Händler, okay? Genaueres kann ich dazu nicht sagen, weil ich tatsächlich aktuell einen Anwalt eingeschaltet habe, weil ich die Scheinwerfer, die ich dort bestellt habe, gar nicht erst bekommen habe, bis heute nicht. Es sind 3 Monate vergangen und ich habe mir diese Scheinwerfer auch nur da gekauft, weil ich dachte, deutscher Verkäufer titelt das Ganze auch noch mit E-Prüfzeichen und die ganze oder diese Scheinwerfer gibt es auch auf AliExpress und da wird nichts von einem E-Prüfzeichen erwähnt und deshalb bin ich davon ausgegangen, dass quasi AliExpress dort einfach, ja, die Dinger selber nachgebaut hat und irgendeiner die eben mit einem E-Prüfzeichen herstellt. Aber falsch gedacht, Freunde. Und zwar sind die, die ich jetzt bestellt habe, erstens 200 Euro günstiger. Ihr bekommt die für knapp 200 Euro bei AliExpress und im Vergleich zu den deutschen Verkäufern hier, die kaufen die bei AliExpress und verkaufen die euch für 400 Euro weiter. Vielleicht gibt es manche, die da irgendwie einen Rabatt draufhauen und die Dinger dann für 300 verkaufen und machen immer noch 100 Euro Gewinn. Am Ende des Tages ist es, wie gesagt, Angebot und Nachfrage. Es gibt bestimmt auch Leute, die einfach nicht warten können oder es eben wie ich nicht besser wussten und sich vielleicht auch gedacht haben, gut, diese Scheinwerfer gibt es hier nur in Deutschland mit E-Prüfzeichen oder von deutschen Händlern und AliExpress eben nicht. Aber wie gesagt, falsch. Ich habe nämlich mit dem Verkäufer von AliExpress geschrieben, habe gefragt, ob die zufällig, weil mir das Ganze schon so ein bisschen komisch vorkam, ob da
da eine E-Nummer drauf ist, habe mir ein Foto schicken lassen und habe die jetzt bestellt. Die sind gekommen. Ich habe quasi jetzt insgesamt 600 Euro bezahlt für Scheinwerfer, wobei die eben nur 200 gekostet haben und der andere Online-Händler. Dazu werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video machen, Freunde, um euch auch vor allem zu warnen vor diesem Online-Shop. Denn ich habe mittlerweile mitbekommen, wie viele negative Rezensionen der hat und ja, leider auch kein PayPal angeboten gehabt. Ich habe dem einfach vertraut. Ich habe bestellt. Ich habe bis heute 3 Monate lang meine Ware nicht erhalten. Das heißt, 400 Euro sind erstmal futsch. Aber da ist ein Anwalt dran. Anzeige habe ich erstattet. Also den nehmen wir jetzt richtig auseinander, sage ich euch ganz ehrlich, weil das ist schon frech, dass es sowas in Deutschland überhaupt noch gibt. Gut, da seid ihr schon mal vorgewarnt. Das heißt, wenn ihr diese Scheinwerfer haben wollt, ihr könnt die wirklich mit reinem Gewissen bei AliExpress bestellen. Da wartet ihr. Ich habe jetzt, glaube ich, 2-3 Wochen gewartet, aber ihr spart halt eine Menge Kohle und braucht die nicht für überteuert hier irgendwo in Deutschland zu kaufen. Also das zur Info. Jetzt werden wir uns anschauen, wie das Ganze hier verbaut wird, wie wir das an Rappen kriegen. Und ich würde sagen, ich stelle euch aufs Stativ. Ich packe das Ding, glaube ich, mal hochkant. Dann kommen wir nämlich, glaube ich, überall ein bisschen einfacher dran und müssen uns nicht bücken. Ich versuche euch das jetzt, wie gesagt, so gut wie möglich zu zeigen. Ich habe hier extra noch eine Kamera verbaut. Wir werden hier gleich dran gehen. Die Scheinwerfer abzubauen ist wirklich mega easy. Dafür brauchen wir. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür eine 10er-Nuss. Und in der 10er-Nuss haben wir hier oben, ich hoffe, man sieht das, hier in der Kamera, ja doch, sieht man ganz gut, haben wir eine einzige Schraube. Wir müssen nur diese eine einzige Schraube lösen und können dann einfach ganz easy wirklich den Scheinwerfer abnehmen. Der hängt dann nur noch am Kabel dran, am Stecker dran. Und da bin ich, wie gesagt, mal gespannt und hoffe, dass der einfach passt, dass wir da jetzt nicht viel rumlöten müssen. Aber selbst wenn, ist das auch kein Problem. Die Schraube ist ab, das heißt, jetzt hier einfach, das Ding ist an so einem Gummiteil dran. Das heißt, einfach so ein bisschen hin und her schieben und zack, ist das Ganze auch schon draußen. Also so easy geht's. Ich sehe hier schon mal einen Dreierstecker. Das sieht schon mal gut aus. Ich hoffe, dass unser Dreierstecker dann da passt. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den Stecker hier ab und dann hole ich den anderen Scheinwerfer und dann gucke ich, ob das passt. So, der Scheinwerfer ist ab, Freunde, und der andere Stecker sieht tatsächlich identisch aus. Das heißt, ich werde den jetzt einfach da reinstecken können, aber vorher müssen wir noch eine Sache machen, denn die Zubehör, also die wir jetzt bei AliExpress gekauft haben, die haben diese Plastikabdeckung nicht. Diese Plastikabdeckung muss man lösen. Schaue ich mal, wie unkompliziert das geht und dann hier einmal drüber stülpen. Also so wie das aussieht, im Grunde ist es einfach das Plastik hier so ein bisschen auseinanderschieben. Das ist einfach nur geklippt an den Seiten tatsächlich. Also einfach nur so ein bisschen auseinanderziehen, abmachen und fertig. Schon ist es ab. Was ihr übrigens auch noch machen müsst, habe ich gerade gesehen, die Gumminoppen, die hier quasi am originalen Scheinwerfer dran sind, die müsst ihr rausquetschen, weil die sind tatsächlich bei dem anderen Scheinwerfer nicht dabei. Aber schon sind sie ab. Davon habt ihr 3 Stück an jeder Stelle. Eine, die nehmt ihr einfach raus und macht die dann an die andere dran. Also das ist auch ganz, ganz einfach. Jetzt ist aber natürlich auch die Frage, ob diese Plastikabdeckung auf den Scheinwerfer perfekt drauf passt. Das probieren wir jetzt auf jeden Fall auch mal aus, weil ich bin der Meinung, dass ich da ein Video gesehen hatte, wo dann letztendlich da irgendwas abgeschnitten werden musste. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es scheint tatsächlich zu passen. Ja, das sieht super aus. Das ist dran. Fertig. Und schon haben wir den neuen Scheinwerfer. So einfach geht's. Bevor wir jetzt aber den Scheinwerfer wieder draufsetzen, ist erstmal ganz, ganz wichtig herauszufinden. Hier haben wir nämlich den Blinker noch. Da, zack. Und da geht natürlich auch ein Kabel lang. Und den Blinker mit Standlicht zum Glück, das ist alles eins, den können wir theoretisch dann abmachen. Der hängt hier an der Feder quasi einmal dran, beziehungsweise am Dämpfer. Das heißt, den muss ich dann komplett abmachen. Das kann ich dann im Nachgang vielleicht noch machen. Erstmal aber das Kabel finden, dann schauen, welches Kabel davon was ist. Verdrahten, Zündung an, ausprobieren. Ja, und dann Next Step. Das Kabel vom Blinker zu finden ist eigentlich keine Kunst. Ihr folgt einfach dem Kabel und bei mir ist hier jetzt ein Stecker dran mit 3 Anschlüssen. Ich gehe stark davon aus, dass eins Blinker ist, eins Standlicht ist und das andere dann wahrscheinlich das Massekabel bzw. die Stromzufuhr, Massekabel, wie auch immer. Die sind ja getrennt, aber den dritten brauchen wir theoretisch nicht, weil das ist ja alles hier auch schon mit am Start. Das heißt, schwarz, Masse sollte dabei sein bzw. Stromzufuhr, wie auch immer. Ich bin kein Elektriker, aber so kleine kriege ich auf jeden Fall hin. Das ist gar kein Problem. Ich würde sagen, ich stöpsel jetzt hier erstmal den Scheinwerfer an und dann testen wir, welcher dieser Kabel Blinker ist und welcher eben Standlicht. Und jetzt sehen wir übrigens auch, ob das Ganze Plug and Play ist. Ist es aber. Also ich habe den Stecker verglichen. Das ist 1:1 hier derselbe Stecker. Ich hole euch mal so ein bisschen mehr hier rüber. Dann seht ihr das Ganze auch ein bisschen besser. Also hier, zack, einmal rein. Und jetzt theoretisch sollte das Ding leuchten. Ich halte das mal irgendwie hier hin, dass ihr was sehen könnt. Ich mache mal die Zündung an. So, Zündung ist an. Und jetzt müsste theoretisch, jawohl. Also normal, Abblendlicht haben wir schon mal. Und jetzt ist die Frage, wo ist mein Fernlicht? Hier, wo war denn mein Fernlicht? So, hier hinten, zack, zusätzlich geht dann unten drunter. Ah nee, die gehen,
Habe ich hier, ich habe glaube ich einen Wackelkontakt, richtig, ja. Ja, das funktioniert soweit ganz okay, nur mein Schalter macht ein bisschen Faxen, habe ich das Gefühl. Wenn ich hier so ein bisschen hin und her ruckel an meinem Schalter, dann geht das normale Abblendlicht an und aus. Aber gut, das haben wir schon mal. Das heißt, das kann ich jetzt erstmal komplett ausschalten. Und jetzt schauen wir mal, ich bin halb erblindet, sage ich euch ganz ehrlich, ob wir, oh, ich sehe gar nichts mehr, ob wir einfach jetzt ein Kabel hiervon, ich stecke jetzt einfach mal braun hier rein und hoffe, dass da Kontakt entsteht innen drinne. Und zwar an gelb dran. Jetzt machen wir mal Standlicht an. Nee, Standlicht ist es nicht. Blinker. Es ist der Blinker, Freunde. Es ist der Blinker. Ey, schaut doch mal, wie geil das aussieht. Jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Wie krass das einfach aussieht. So, egal. Blinker aus. Und jetzt, jetzt ist der hier ab. Den mache ich trotzdem mal nochmal dran. So, Nummer 1. Und der hier muss jetzt auch da rein. Dann können wir nämlich gucken, ob Standlicht und Blinker, ob das wirklich jetzt richtig rum war. Aber sollte theoretisch. Ja, Standlicht geht schon an, Freunde. So, ich versuche jetzt den Blinker hier auch noch reinzukriegen. Es ist jetzt beides dran. Jetzt darf ich noch nicht zu viel fummeln. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch drin, Freunde. Schaut mal. So, Standlicht ist an. Standlicht ist auch an. Und wenn wir jetzt auf den Blinker wechseln und Standlicht geht nach dem Blinker wieder an. Zack, wieder der Blinker, Blinker aus und Standlicht wieder an. Das ist geil. Also, merke, das ist bei euch wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das jetzt überall gleich ist, aber falls es gleich sein sollte mit dem Original-Stecksatz für eure Blinker, glaube ich nicht, aber dann ist auf jeden Fall das braune Kabel, ist auf jeden Fall Blinkerkabel von dem neuen Scheinwerfer. Also das kann ich schon mal sagen und das rote ist Standlicht. Also die zwei braucht ihr dann letztendlich auch nur und jetzt ist nur die Frage, kappe ich das hier ab oder kappe ich das hier von dem Stecker ab? Ja, das ist jetzt eine ganz gute Frage. Ich glaube, ich schneide es hier ab, schneide den kompletten Stecker ab und mach's dann hier dran und dann kommt hier Schrumpfschlauch alles drüber und dann ist gut. So, kurzer Zwischenstand, Freunde. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, einmal bei mir rot mit weiß verbunden und braun mit gelb verbunden und das Massekabel, was halt vorher vom Blinker Standlicht hier war, habe ich einfach jetzt erstmal tot gemacht und ich habe hier diese Lötverbinder genommen. Also diese Lötverbinder, sage ich euch ganz ehrlich, die sind Gold wert. Die funktionieren richtig gut, in der Mitte festgelötet quasi. Das sollte jetzt bombenfest sein. Hier kommt jetzt nochmal Schrumpfschlauch drüber, wird erhitzt, wird dicht gemacht und dann sollte das auch gut sein. Die erste Hälfte ist schon mal drauf, Freunde. Schaut es euch jetzt einfach mal an. Ich mache euch jetzt mal hier schön, ne? So. Guckt mal allein, wie das hier, wie das jetzt schon wirkt und wie das einfach vorher aussah. Also das ist wirklich dieses Halogen 1990, ne? Und das ist jetzt halt wirklich 2023, Freunde. Wie viel moderner das Ding einfach mit anderen Scheinwerfern aussieht. Das ist Wahnsinn. Also das ist ultra krass. Ich mache euch jetzt nochmal, versuche euch jetzt mal so ein, ja, einfach einen Eindruck zu geben, wie hell die auch sind, links und rechts. Ich weiß nicht, wie gut das auf der dunklen, ja, auf dem dunklen Schaumstoff dann rüberkommt. Wenn nicht, lasse ich es vielleicht da nochmal drauf scheinen. Ich mache jetzt alles aus und zeige euch mal, wie hell das wird. Es gibt jetzt zwar kein richtiges Vorher, nachher Vergleichseffekt, habe ich jetzt leider nicht dran gedacht, aber ich glaube, man erkennt das schon ganz gut, Freunde. Wir sehen zwar auf der rechten Seite, wie hell das Warmweiß ist und wie hell hier das Kaltweiß ist, aber wir sehen halt vor allem hier in der Mitte, wie viel heller das weiße Licht ist. Ne? Es ist wirklich unglaublich hell. Mega, mega krass. Ich bin gespannt, wie das abends sein wird. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, ich bin einer, ich fahre nicht viel abends rum. Deswegen werde ich das wahrscheinlich so schnell auch nicht testen können. Aber ich weiß, dass die heller sind. Da habe ich mal ein Video zugesehen auf YouTube von irgendeinem Ami. Der zeigt das. Ansonsten googelt ein bisschen LED, Yamaha, Scheinwerfer, Raptor, was weiß ich, Lights oder so. Dann findet ihr das. Die sind schon um einiges, wirklich um einiges heller. Ich muss jetzt übrigens die Kamera noch mal ein bisschen dunkel stellen, dass der Effekt überhaupt rüberkommt, Freunde. Aber schaut mal, so sieht das Ganze aus. Von vorne, guck mal, wie das hier aussieht, einfach richtig Müll. Und das hier, wie fett das einfach. Guck mal, das sieht so krass aus. Und wenn wir jetzt nur Standlicht anhaben, dann sehen wir das natürlich auch richtig gut da unten. Das sah auch mit dem Standlicht gar nicht verkehrt aus, das kleine Ding da unten, ne? Aber das hier sieht halt jetzt komplett anders aus. Und wenn wir jetzt blinken, also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich sag's euch ganz ehrlich, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich würde sagen, ich baue jetzt die andere Seite auch mal um. Genau gleich wie ja, auf der linken Seite oder rechten Seite, je nachdem von wo man guckt. Und dann zeige ich euch mal das Endergebnis, wie es komplett fertig aussieht. Fertig, Freunde. So sieht das Ganze jetzt erstmal aus im ausgeschalteten Zustand. Wir machen mal die Zündung an. Moment, hier vorne. Guck mal, das ist jetzt erstmal Blinker. Warnblinker sind an. Richtig, richtig nice. Natürlich Blinker links. Wenn Blinker links nur an ist, ist natürlich auf der anderen Seite Standlicht immer noch an. Blinker aus.
geht auch das Standlicht wieder an. Also das sieht wirklich, das sieht ultra fett aus. Und Abblendlicht funktioniert hier auch alles. Hier wird gerade geraucht, deswegen sieht man das auch schön. Ne? Guckt mal. Und zu guter Letzt Fernlicht ist auch am Start. Also das, ich sag's euch ganz ehrlich, die besten 200 Euro, die ich je investiert habe. Das sieht so ultra, ultra krass aus einfach. Ja, guckt mal hier, also ganz ehrlich, das sieht schon, ach, Digga, das sieht schon richtig fresh aus. Nochmal die Blinker an. Also das sieht wirklich richtig, richtig fett aus. Die Maschine sieht gleich wirklich viel mehr nach 2022er Baujahr aus, als halt vorher. Das sieht mega, mega krass aus. Also ich kann mich nur wiederholen, es sieht ultra krass aus einfach. Ja, Freunde, im Großen und Ganzen war es das dann letztendlich auch wieder mit dem Video. Also ich bin mega happy. Das Ding wird immer geiler und geiler und geiler, wirklich. Also ich bin mega, mega happy. Sieht sehr, sehr gut aus. Link packe ich euch in die Videobeschreibung. AliExpress. Wie gesagt, gibt auch Deutsche, die die überteuert verkaufen für 400 Euro, wenn ich warten kann. Kann natürlich sein Geld da lassen, wo er möchte. Aber im Grunde genommen auch die von AliExpress haben E-Prüfzeichen. Sind exakt dieselben, die auch die Deutschen hier verkaufen. Deswegen checkt das Ganze aus. Link ist in der Videobeschreibung, wer sich das kaufen möchte. Ich bin mega happy damit. Und falls das Video euch gefallen hat, dann lasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns schon ganz bald wieder mit einem weiteren Video. Euer Ratun.